Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark. Ja, mit der Eternal Mod auf der Map Ibenus Astrum. Ja, mal schauen, was wir heute so ein bisschen machen. Ein bisschen bauen wäre noch angesagt, dass wir wenigstens hier ein Haus haben. Gerade in der Eternal Mod ist das Ganze nicht ganz so lustig. Und dass wir irgendwie mal ein kleines Zäunchen hierher kriegen. Aber für das kleine Zäunchen brauchen wir wiederum Metall. Gut, das ist ja schon in Arbeit. Unseren Kühlschrank geht's auch gut. Gut. Wir haben schon zwei Tech-Schnecken. Hier fleißig produzieren. Das finde ich wiederum auch gut. Na, du hast keinen Bock? Tomaten. Ja. So, was haben wir denn im Inventar? Nichts davon. Tiere haben wir im Inventar. Neue Aufnahmesession, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. So, hier haben wir den Poison Trike, den Ankylo und den Dimorphodon. Hatten wir nicht auch? Petri? Ah, der ist hier. Okay. Gut, hier haben wir schon alles drin. Einen zweiten Schrank wollen wir bauen für die Eternal Ressourcen. Daran kann ich mich noch erinnern. Machen wir auch mal direkt. Besser ist es. So. Oha. Ah, wir haben wieder früh am Morgen. Ein wenig munter werden ist angesagt. Ist wie? Ah. So. Niesen muss ich natürlich auch wieder. So, dann machen wir hier nämlich die Eternal Ressourcen aus. Das ist alles so. So. Gehen durch unsere stylische Tür. Den Ankylo können wir noch kein. Ach, der ist ja noch. Lebt ja noch eine Runde. Ich weiß zwar gerade nicht warum, aber er schon. Ja, dann lass mal schlafen. Und mit dem Dimorphodon. So, wir schauen dann auch gleich mal, was die Settler Workbench. Was die braucht. Ja, ja, braucht kein. Fleisch vergammelt hier immer relativ schnell. So. Bauen wir doch mal. Schon so ein bisschen gemischte Rüstung sehe ich. Wir brauchen unbedingt den Gacha. Aber ob wir natürlich einen bekommen, ist fraglich. Nein, falscher Knopf. So. Settler Table. Genau. Dann hätte ich den schon mal gerne.
Eckweifel-Element. Okay. Ich wollte nämlich hier drin was. Strukturen. Ja, ist das die falsche Workbench? Aber egal, was haben wir? Hammer. Wie sieht es denn aus mit der Villager? Das ist die nächste. Den Strukturenschaden habe ich aus. Ja, immer aus. Bin ja nicht so der Fan davon, wenn mir meine Häuschen kaputt gemacht werden, da ich ja schon nicht gerne baue. Da ich jetzt nicht so der Fan vom Bauen bin. Wir haben nur noch viel Platz, aber das ist wieder ein USD runtergekommen. Was haben wir denn noch? The Table Carpentry. Können wir den auch schon herstellen? Settler Hammer, Villager Hammer. Oh. Und die zwei auch noch mal. Carpentry, weiter Villager, Masonry. Masonry, warum gibt es da CKFR? Da ist ja nicht so, ne? Das jetzt, das ist ein Settler-Table und der hier ist ein Settler-Table. Ach, hier ist der Palisadenzaun. Alles klar. Was lange währt und so, ihr wisst. Und da unten. Wir haben hier zwar auch schon diese Metallrüstung, das Problem ist nur, dass es uns hier permanent zu heiß ist für eine Metallrüstung. Werdet ihr auch relativ schnell mitkriegen. Wir brauchen noch... Was wir gleich vor allen Dingen brauchen, ist erstmal der... Da ist plus Feeling drauf. Die wäre wichtig. Macht aber ganz schön Schaden hier. Gucken wir noch ein bisschen Stroh.
Ich bin gerade erschrocken, was denn da unten ist, da unten liegt unser Dümpelwümpel. Oh. Morphodon? Was ist das für ein Level? Level 32? Nein, es würde uns sicherlich töten, aber... Was ist das für ein... 301. Wilma schläft immer noch den Schlaf der Gerechten. Das wird auch noch dauern. Ich weiß gar nicht, warum ist sie denn das letzte Mal nochmal... Oder haben wir sie aus Versehen nochmal getraut, oder was war da? Die Gyro-Krankheit hat man ja eigentlich nicht bei der Mod, die ich hier nutze. So, schauen wir Futternapf, den bauen wir hin. Oder wir hatten auch noch keinen. Doch, wir haben einen. Oh, verdammt, wo geht er denn? Wir haben schon einen. Tatsache. Das hatte ich jetzt allerdings nicht mehr am Schirm. Dann, habt ihr nichts gesehen. So. Ich bin halt wieder immer ein wenig sehr verpeilt. Ich bin hier 4. Wer kommt hier permanent? So, was wir auch noch brauchen, ist die AA-Workbench. Ich habe mir nämlich schon mal so einen Kompostbin gemacht. Natürlich die Frage. Na. Raus, raus, raus. So. Könnte der nämlich auch schon mal ein bisschen arbeiten. Achtung, den vergesse ich bestimmt dann auch. Und noch einen. Ja, komm, wir stellen den erstmal zum Futter. Kann der nämlich schon eine Attacke sammeln. Macht der nämlich schon mal seinen Job. Eternal Workbench brauchen wir auch noch, ne? Ey, 63.000 Workbench. Meine Güte. Eternal. Brauchen wir 30 Zement für?
könnten mal gucken, ob wir gleich ein paar Biberdämme finden. Nein, mach doch mal ihr im Netz. Ja, Biberdämme. Hier vielleicht ein paar Wände bauen, wäre auch ganz gut. Haben wir eine Sichel? Ja, ne? Mal gemacht. Ja, auf der 3. Gut. Weil wir mit den Eternal... Na, mit den Eternal-Sachen können wir besser farmen später, wenn man die... Dafür brauchen wir aber die Workbench. Hinten hätte ich auf jeden Fall. Fenster. Ah, noch ein. So, dann brauchen wir noch eins. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wände. Neun. Ah, zwei. Nee, die Frau ist da schon wieder um. Warum? Wieso? Warum geht das immer so schnell? Ja, ja. So. Wir hier auch mal ein Dach über dem Kopf ziehen, ne? Juhu, 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 juhu. Eins, zwei, drei, vier Stück erstmal noch. So. Ceilings. So. Ich weiß noch nicht, es kann auch sein, dass wir nämlich von außen hochgehen. Immer eine Terrasse oder eine Art Terrasse. Hmm.
So, Wilma schläft immer noch im Schlaf der Gerechten. Baut dabei ganz schön Hunger ab, sehe ich. Aber nicht ein Poison-Eraser. Stamina und Helming Potion. Mal gucken, ne? Das ist jetzt natürlich... ja. Problem. Das kann sein, dass sie eher verhungert, bevor sie... Strikes. Ja, was die Damage machen, ne? Dabei ist das ein Lobob. Wir brauchen aber mal hier, hier haben wir einen Poison Eraser. Das ist mal gut. Ah, Dino-Herzen, können wir die genug? Das ist nur für eine weiße Hausbrot. Nichts Besonderes. Alles klar. Hätte ja sein können. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen... Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Modded Ark Eternal. Ja. Schaut euch zwischenzeitlich auch gerne noch die anderen Videos auf meinem Kanal an, wenn es euch langweilig ist. Und wir sehen uns bis dahin. Mist. Eure Shazabi. Ciao, ciao.